Paläste wie Märchenschlösser. Die Welt der Maharajas. Eine Welt wie aus Träumen gewebt. Träume von grenzenlosem Luxus und unumschränkter Macht. Die Maharajas von Indien lebten diesen Traum. Sie schufen ein Universum voller Pracht und Überfluss. Aus Gold, Perlen und Edelsteinen. Alles verwandelten sie in Kunstwerke, ihre Paläste, ihre Feste und Prozessionen, vor allem aber sich selbst. Und ihr Reich sollte erstrahlen wie der kostbarste Diamant der Welt. Was Luxus ist? Ich meine nicht bloß mein Haus, mein Auto, meine Frau und so. Nein, nein. So richtiger Luxus. Überfluss, der alle Grenzen sprengt. Nun, die indischen Maharajas, die haben es gewusst. Über 2 Jahrtausende haben sie ihren exklusiven Lebensstil gepflegt. Statt als Krieger große Reiche zu erobern, hatten sie lieber dem totalen Luxus gefrönt. Und wenn man alle Pracht der Welt in einem Objekt zusammenfasste, was käme da heraus? Ein Diamant. Aber nicht irgendeiner, sondern ein riesiger Diamant, der sogenannte Koh-i-Noor. Das heißt übersetzt Berg des Lichts. Der Maharaja Babur hat diesen Berg des Lichts als erster besessen und er meinte, ganz Indien müsste für diesen Stein mindestens ein Jahr lang arbeiten, um ihn bezahlen zu können. Das ist natürlich eine perfekte Reproduktion. Aber auch schon so wertvoll, dass sie in einem solchen Sicherheitskoffer verwahrt wird. Ja, Indien und seine unermesslichen Schätze. Nicht bloß Edelsteine, auch kostbare Stoffe, seltene Früchte und wertvolle Gewürze. Seit jeher lockte das Traumland die Menschen an. Doch der Weg von Europa nach Indien war weit und gefährlich. Der erste, der ihn wagte, war einer, der nicht zuletzt wegen dieser Tat der Große genannt wurde. Alexander, der Große. Alexander, Idol aller Eroberer. Schon 3,5 Jahrhunderte vor Christi Geburt zieht er los, um auch die Welt hinter dem Horizont zu beherrschen. Doch im fernen Indien scheitert er. Zu fern, zu fremd, zu unbekannt. Hunderte von Kriegselefanten zertrampeln den Traum vom griechischen Weltreich, das auch Indien umfassen soll. Tausende seiner Männer finden hier den Tod. Die Inder aber macht der Widerstand stark. Besonders ihn, König Ashoka. Er eint die vielen Herrschaftsgebiete, meißelt seine Gesetze in Stein und wird heute als erster Maharaja verehrt. Maharaja, das heißt großer König. Dieser Titel gilt bis heute. Obwohl gleich nach dem Tod Ashokas das Reich in viele Fürstentümer zerfällt und es viele große Könige gibt, zuletzt fast 600. Der abgeschiedene indische Subkontinent hatte sich zu einer ganz eigenen Welt entwickelt, deren viele Millionen Menschen in religiöser Toleranz lebten, regiert von den Maharajas. Es war Indiens goldenes Zeitalter. Das goldene Zeitalter der Maharajas. 2000 Jahre ungestörte Prachtentfaltung. Eine Architektur der Lebenslust, der sinnlichen Freude. Schönheit, die alle Probleme der Welt zu ignorieren scheint und die nur ein Ziel kennt. Die Verherrlichung derer, die in diesen Traumpalästen wohnen. Ich denke, diese Zeit war eine Epoche von vollendeter Eleganz, Kultur und Raffinesse. Verglichen mit unserer heutigen Welt war es ein Märchen, diese unglaubliche Pracht und Herrlichkeit am Hofe der Prinzen von Indien. Das war einmalig und diese Leute waren sehr kultiviert.
Aber es ist nicht allein die reine Liebe zu Schönheit und Kultur, die die Maharajas antreibt. Vieles ist kühle Berechnung. Die Besucher, die solche Säle betreten, sollen gleich erkennen, hier lebt einer, der das Paradies auf die Erde holt. Ein Stellvertreter mächtiger Gottheiten. Selbst der Harem dient nicht nur dem Vergnügen, sondern politischem Kalkül. Bis in die Hunderte geht die Zahl der Konkubinen aus allen Teilen des Landes. Durch sie wird die Freundschaft zwischen den vielen Maharajas besiegelt. Und an ihrem Luxus bemisst sich Macht und Einfluss ihres Herrn. Was auch immer du verlangt hast, war da. Es war ja alles viel luxuriöser und alles wurde dir in den Palast geliefert. Dokumentaraufnahmen wie aus dem Mittelalter, in Wirklichkeit keine 50 Jahre alt. Noch mitten im 20. Jahrhundert lässt sich der Maharaja von Jodhpur in solchen Prozessionen durch die Stadt tragen. Der Grund dafür, warum Indien sich seinen politischen Märchentraum über Jahrtausende bewahren konnte, liegt hier. Wie ein Riegel versperrt das Himalaya-Gebirge den Zugang zum indischen Subkontinent. Mühsam ist der Weg über die schmalen Gebirgspässe. Nur wenige Karawanen erreichen das Land. Die Welt mit all ihrem Wandel bleibt außen vor. Noch vor einem halben Jahrtausend war unsere Erde dunkel und voller gefährlicher Geheimnisse. Wo waren die Grenzen der Welt? Was lag hinter dem Ozean, hinter dem Horizont? Irgendwie sah unsere gute Erde damals noch so aus. In der Vorstellung unserer Vorfahren flach, wie eine Flunder. Und wer sich weiter wagte als hier, der ist einfach heruntergefallen. Aber dann, so um 1500, passierte etwas Revolutionäres. Die Welt ist rund, denn dazu ist sie da. Ein Vorn und Hinten gibt es nicht. Und wer die Welt einmal von hinten sah, der sah ihr ins Gesicht. Das hat Erich Kästner gedichtet. Und ein gewisser Vasco da Gama hat es ausprobiert. Er fand als erster den Seeweg nach Indien. Und hat sich die Welt dann von hinten angeguckt. Jetzt waren die Ozeane plötzlich nicht mehr gefürchtete Wege in die Hölle, sondern breite Highways, die direkt in die Sehnsuchtsgebiete der Welt führten. Eine neue Zeit brach an und die brachte auch ganz neue Menschen hervor. Forscher, Entdecker, Glücksritter, Abenteurer. Die Tür ins Reich der Maharajas stand plötzlich weit offen. Aber für die Europäer gab es jetzt dennoch ein kleines Problem. Die Europäer waren schnell, aber andere waren schneller. Mitsamt ihrer schweren Waffentechnik überwindet schon im Mittelalter ein Reitervolk aus dem Norden das Himalaya-Gebirge. Mongolen, die Nachfolger Genghis Khans. Ihr Anführer nennt sich Mogul. Und vor ihm gehen die großen Könige in die Knie. Obwohl er das Land hart regiert und mit enormen Steuern belegt, nicken sie alle seine Befehle widerspruchslos ab. Sie wollten nicht kämpfen. Sie hatten nicht den Mumm zu kämpfen. Sie schlossen sich freiwillig den Truppen der Mogulen an. Sie entschieden sich auf diese Weise, ganz klar gesagt, für die bequemere Lösung. Sie wollten einfach nicht kämpfen. Von Luxus verstehen sie alles. Von Krieg führen und Bündnispolitik nichts. Sie nehmen sogar in Kauf, dass der Mogul Persisch spricht und zu Allah betet. Die Maharajas entpuppen sich als willige Opfer für Eroberer. Und das begreifen auch die Engländer. Die Briten sahen ganz genau, was sich da im Wunderland Indien abspielte. Millionen Menschen, die hart arbeiteten und ihre Abgaben zahlten. Sie dachten, wo die Mogulen so viel Geld kassieren, können sie sich auch ein Stück vom Kuchen holen. Im Jahre 1614 schickt der englische König Jakob einen Sonderbotschafter nach Indien. Ein Handelsvertrag muss her. Der Kompass weist den Weg zur indischen Schatztruhe. Und er soll sie aufschließen, Sir Thomas Rowe, Spezialagent.
Auf der monatelangen Überfahrt plagen ihn Albträume. Denn sein Auftrag ist heikel. Er soll ein ganzes Land verführen. Wie ein Raubvogel soll er in den Mogulpalast eindringen und einen exklusiven Handelsvertrag erbeuten. Rao hat nicht die geringste Ahnung, was ihn hinter den goldenen Toren des Herrscherpalastes erwartet. Nur dieses einzige Porträt des Moguls kursiert an europäischen Höfen. Sir Thomas Rowes Treffen mit dem Mogul war aus der Not heraus geboren. Bereits im späten 15. Jahrhundert wurde Europa von Hungersnöten heimgesucht. Und die Regierungen befürchteten, dass das Elend zu Aufständen führen könnte. Der schwelgerische Reichtum des indischen Herrschers weckt alle Begehrlichkeiten des Westens. Und Mogul Jahangir ahnt in seiner Welt aus Samt und Seide nicht, wie sehr England auf Profit aus ist. England braucht dringend eine kräftige Konjunkturspritze, made in India. Der Besitzer des größten Diamanten der Erde hat das Wort Krise nie gehört. Und noch kann er in seiner perfekten Welt nicht ermessen, mit welcher Entschlossenheit die Mächte Europas in fremden Ländern ihren Vorteil suchen. Seine Stiefel muss er vor der Tür stehen lassen, der feine Botschafter seiner Majestät. Sir Thomas Rowe darf sich nur barfuß dem Mogul nähern. Aber Engländer sind perfekte Diplomaten. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn Thomas Rowe auch auf nackten Füßen in das Reich der Maharajas kommt, immerhin ist er doch einer der ersten Europäer, die überhaupt das Rote Tor von Agra betreten dürfen. Der Abgesandte seiner Majestät weiß, wie schnell man sich die Gunst eines Moguls verscherzen kann. Bereits Jahre zuvor hatten englische Kaufleute versucht, ins Land der Verheißung einzudringen, getarnt als russische Kaufleute. Der Mogul hatte sie in den Kerker geworfen. Daher kommt Rao auch nicht mit leeren Händen. Sein Gastgeschenk ist das Allerneueste, was Europa zu bieten hat. Ein gedrucktes botanisches Fachbuch. Dieses Spitzenprodukt moderner Wissenschaft soll den Mogul beeindrucken und ihn neugierig machen auf das unbekannte Europa. Sie waren ganz gewiss sehr, sehr arrogant, weil sie jetzt einen der reichsten Winkel der Welt beherrschten. Da, wo sie herkamen, waren die Verhältnisse ja ganz andere gewesen. In Indien erlebten sie ungeheuren Reichtum und die unbegrenzten Möglichkeiten, die sie hier sahen, machten sie überheblich. Unermesslicher Reichtum erzeugt Dekadenz und sonderbare Bräuche. Der Lieblingssohn des Moguls wird an jedem Geburtstag aufgewogen mit den kostbaren Geschenken seiner Gäste. Kein Wunder, dass es dieser junge Thronfolger sein wird, der 15 Jahre später einen der schönsten Luxustempel der Weltgeschichte errichten wird. Den Taj Mahal. Ein riesiges Grabmal für seine geliebte Hauptfrau. Ein Märchenpalast in leuchtend weißem Marmor, umspült von den Wassern des Flusses Jamuna. Die vielleicht schönste Liebeserklärung der Welt. Alles, was die Mogulen taten, hatte ein einziges Ziel, sich selbst zu verherrlichen. Man muss sich nur mal den Taj Mahal anschauen. Dieses sagenhafte Bauwerk sollte ursprünglich 2 Millionen Rupien kosten. Am Ende war es mehr als das Doppelte. Das teuerste Gebäude, das je gebaut wurde. Indiens unermesslicher Reichtum. Eine ewige Sehnsucht der Briten. Die Stiefel von Sir Thomas Rowe vor dem Roten Palast werden nun über 3 Jahre lang zum gewohnten Anblick. Der englische Sir gibt alles für sein Heimatland. Ganze Monate durchzecht er mit dem indischen Herrscher, der sich als standfester Trinker erweist. Erschöpft notiert Rowe im 2. Jahr in sein Tagebuch: Nie zuvor sah ich einen Mann, der den Alkohol so liebte wie er. Den Alkohol. Aber auch die Wissenschaft.
Rose' Botanikbuch hat im Herrscher die Begeisterung für die Naturkunde geweckt. Roe aber hat nur ein einziges Interesse. Der Handelsvertrag mit dem Mogul muss her. Eines Nachts wagt er endlich die entscheidende Bitte. Mutig verlangt er die Unterschrift. Und der Mogul gibt sie ihm, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Rose' Strategie ist aufgegangen. Dieser handgeschriebene Wisch da, das war die Eintrittskarte des Westens in die Welt, der Maharajas. Mit diesem Dokument beginnt so richtig das Wettrennen der Europäer um die sagenhaften Schätze. Nicht mehr als ein Stück Papier. Und doch die Ursache dafür, dass das Leben der Menschen auf dem indischen Subkontinent völlig anders wurde. Und auch das der Europäer. Denn in den Handelszentren des Westens wächst die Gier. Dieses Buch eines französischen Diamantenhändlers macht besonders Reklame für das, was es im Reich der Maharajas zu holen gibt. Da ist auch der Kohinoor, Edelstein, der Berg des Lichts. Die vielen anderen Seiten des Buches sind wie Reisetipps zu den Schätzen Indiens. Freedom to their own desires, Freiheit. Ganz nach Wunsch. Das hatte der indische Herrscher in seinem Vertrag den Engländern garantiert. Und diese Freiheit nutzten sie ausgiebig. Indien wird sofort umzingelt von englischen Handelsniederlassungen, die aber eher militärischen Forts gleichen. Surat im Nordwesten, gleich darunter Bombay, im Südosten Madras. Und das berühmte Kalkutta an der Lebensader Indiens, dem Ganges. Aber die Engländer sind Profis in Sachen Welthandel. Sie setzen niemals nur auf rohe Gewalt und Soldaten, sondern haben ganz andere Methoden. Und der Geheimagent, der Majestät James Bond 007, ist keineswegs erst eine Erfindung der Neuzeit. Dieser Mann sieht aus wie ein buddhistischer Mönch. Er verhält sich auch wie ein buddhistischer Mönch, aber er ist keiner. Die gewaltigen Mauern, die Maharajas um ihre Herrschaftsgebiete ziehen, können nicht verhindern, dass Spione des Westens in das Land einsickern. Vor allem Engländer, die darin geübt sind, ein Land zu kolonisieren. Die Frage ist doch, wie konnte es so wenigen Briten gelingen, dieses Land zu kontrollieren? Wie haben sie das geschafft? Naja, es gab keinen geschlossenen Widerstand. Zudem kämpften die Maharajas auch immer gegeneinander, ein Fürstentum gegen das andere. Hier wurde die klassische Politik von Teile und Herrsche betrieben. Und die funktionierte jahrhundertelang sehr gut. Die Uneinigkeit unter den vielen Volksgruppen und ihren Führern ist für die Engländer der politische Hebel, an dem sie kräftig ziehen. Viele kleine Truppen sind leichte Gegner. Und die geschickten Spione des Empires leisten ganze Arbeit. Oft sind es Einheimische, die für klingende Münze angeworben werden und jede Truppenbewegung dokumentieren. Informelle Mitarbeiter, die in ihren Gebetsmühlen hochmodernes Hightech verstecken. Im Auftrag der Engländer spionieren sie militärische Anlagen aus und vermessen das Land. Als ob alles schon britischer Besitz wäre. Ich wünschte, die Maharajas hätten sich ein einziges Mal vereint. Dann wären sie unbesiegbar gewesen. Aber es gab so viele Eifersüchteleien, alle waren nur auf ihr eigenes Ego bedacht. Sie haben es nie geschafft, sich zusammenzuschließen. Tausend Traditionen sind es zudem, die eine staatliche Einheit blockieren. Traditionen so vielfältig wie die Zahl der Sprachen, der Kasten, der Götter und Rituale. Nur ein gemeinsamer Wunsch ist es, der viele Inder eint. Einmal im Leben eintauchen in die Fluten des heiligen Ganges. Sie waren gefangen durch soziale und religiöse Tabus. Wenn sie die heiligen Flüsse überquerten, würden sie ihre Kaste verlieren.
Davor hatten sie große Angst. Sie nannten es das schwarze Wasser. Wer das schwarze Wasser verließ, war verloren. Sie waren abergläubisch, ihr Denken war noch sehr rückständig. Aber die Religion ist es nicht allein, die Indien zur leichten Beute westlicher Geschäftsleute macht. Es ist die Unschuld dieser in sich stimmigen Kultur, ihre Weltferne. Ich glaube, es war einfach ein Mangel an Wissen. Sie waren kaum gereist und wussten nichts über die Welt, die außerhalb ihres eigenen Landes existierte. Die Maharajas spüren den Konflikt zwischen ihrer alten Welt und der neuen Zeit, die von Westen aufzieht. Aber was vermögen ihre Götter jetzt noch? Was kann ihr Hauptgott Shiva jetzt noch ausrichten? Der Gott Shiva, der indische Hauptgott mit den vielen Armen, für uns Europäer eine rätselhafte Gestalt. Rätselhaft wie die vielen, vielen Göttergestalten überhaupt. Ihre Zahl geht in die Tausende. Die Religion der Maharajas blieb den Engländern fremd. Und wie das so ist, wenn man die Religion eines Volkes nicht versteht, dann versteht man auch nicht seine Seele. Und dann macht man Fehler. Kleine Fehler, die aber leicht in eine große Katastrophe münden. Alles beginnt, wie so oft in der Weltgeschichte, mit Waffen. Für die englischen Militärs sind die Enfield-Gewehre der letzte Schrei. Damit lässt sich schneller laden und noch schneller schießen. Das Kolonialrezept der Engländer? Modernste Technik und taktische Cleverness. Statt eigene Soldaten einzuschiffen, rekrutieren sie immer mehr Einheimische. Genau das aber wird zum Problem. Kleinigkeiten sind es, die oft den Lauf der Geschichte verändern. Das hier, das ist so eine Kleinigkeit. Eine einfache englische Patrone. Mit sowas sollten die schießen, die angeworbenen indischen Soldaten im Dienste der englischen Krone. Nur das Problem, Papier umhüllt Kugel und Pulverladung. Und damit das Papier im feuchten Klima Indiens nicht aufweicht, ist es mit Fett imprägniert. Mit Tierfett. Um diese Patrone scharf zu machen, muss man den oberen Papierzipfel aufreißen. Das geht aber nur mit dem Mund. Denn die andere Hand hält ja das Gewehr. Und Rinderfett kommt auf die Lippen der gläubigen Hindus. Im Land der heiligen Kühe ist so etwas eine Sünde, eine Todsünde. Der englische Offizier ahnt nicht, dass er ein uraltes Tabu verletzt. Und er kann nicht begreifen, warum seine indischen Rekruten plötzlich den Dienst verweigern. They always say yes. Sie sagen immer ja. Diese Meinung über Inder ist bei Briten sprichwörtlich. Doch diesmal sagen die Inder nein. Unmissverständlich nein. Ein Aufstand bricht los. Sie wussten nichts voneinander. Die westliche Welt war so fremd. Sie fingen ja erst um 1900 an zu reisen. Sie hatten wirklich keine Ahnung davon, wie man im Westen dachte, also wie die Briten oder ein anderes Volk dort dachte. Aber das merkten sie erst viel später. Und dann war es ein bisschen zu spät. Das Empire schlägt zurück. Mit gnadenloser Brutalität. Eines der dunkelsten Kapitel englischer Kolonialgeschichte. Die Anführer der Rebellen werden vor die Mündungen der Kanonen gebunden und von kiloschweren Eisenkugeln zerfetzt. Eine grausame Demonstration englischer Überlegenheit. Und eine Vorführung indischer Ohnmacht. Den prächtigen Palästen der Maharajas sieht man nicht an, was die Stunde geschlagen hat. Diese Traumschlösser gaukeln immer noch vor, was jahrhundertelang galt. Die Maharajas sind die Stellvertreter der Götter auf Erden. In Wirklichkeit endet ihre Macht aber schon an den Fenstern und Türen ihrer Märchenpaläste. Und draußen, da brennt das Land. Überall erhebt sich jetzt das Volk gegen die britischen Imperialisten. Heftiger Widerstand entflammt, der aber nicht in eine große Revolution mündet. Es fehlt eine einheitliche Organisation in diesem zerrissenen Land der 100 Sprachen, der 600 Maharajas und der 1000 Götter.
so gelingt es den Engländern mit nur 40.000 Mann, 250 Millionen Inder in Schach zu halten. Ein verwaltungstechnisches Meisterstück. Die Briten wollten diese sagenhaften Paläste der Maharajas besitzen. Und sie wollten deren Fürstentümer regieren. Und zu diesem Zweck führten sie die sogenannte Doctrine of Lapse ein, die vorsah, dass das Fürstentum jedes Maharajas, der ohne Erben starb, an die Briten überging, sein ganzes Land und all seine Paläste. Eine Burgherrin ist es, die sich gegen den Würgegriff Englands auflehnt. Die Frau des Maharajas von Jhansi will nicht hinnehmen, dass sie nach dem Tod ihres Gatten ihren Palast an die Engländer verlieren soll. Im März des Jahres 1858 fällt ihre Entscheidung. Sie wird ihren Schmuck ablegen, sie wird die Gedanken an Luxus und Pracht aus ihrem Herzen verbannen, ihre Trauer um den toten Gatten verbergen und dann wird sie ihre seidenen Kleider gegen eine Rüstung tauschen. Aus einer umsorgten Prinzessin wird über Nacht eine Kämpferin, eine Revolutionärin, die sich an die Spitze einer Bewegung setzt, die England noch das Fürchten lehren wird. Die Königin von Jhansi sammelt ihre Truppen und nimmt ihren wertvollsten Besitz mit in die Schlacht. Ihr Kind. Kaum mehr als 1000 Mann bringt sie zusammen, aber alles Kämpfer, die zum Äußersten entschlossen sind. Es ist der Morgen des 17. Juni 1858. Ihr Kind auf den Rücken gebunden, stürmt sie der englischen Kriegsmaschine entgegen. Das Kriegsbanner, rot wie Blut, wird mit ihr und ihrem Kind im Geschützfeuer der Briten untergehen. Aber ihr Opfertod wird wie ein Schrei sein, den die ganze Welt hört. Ihr Beispiel bleibt nicht das einzige. Auch er leistet Widerstand. Maharaja Ranjit Singh, der Löwe des Punjab. Den Tempel von Amritsar hat er vergolden lassen mit über 100 Kilo Gold. Er will das Gotteshaus zur Seele Indiens machen. Noch heute gilt der Tempel von Amritsar als Kristallisationspunkt indischer Identität. Hier sollen sich alle Völkerschaften und alle Religionen des riesigen Landes wiederfinden. Aber auch der Maharaja kann zuletzt nicht verhindern, dass seine Provinz, die reichste Indiens, in die Hände der englischen Kolonialverwaltung fällt. Genau wie der kostbarste Besitz des Maharajas. Der Koh-i-Noor-Diamant, das funkelnde Symbol, der ganze Stolz der indischen Könige. Er wird jetzt englisch. Sie wird jetzt die neue Besitzerin des Maharaja-Symbols, Königin Victoria. Und an ihr scheint sich das Geheimnis zu erfüllen, das die indische Legende seit Urzeiten dem Koh-i-Noor zuschreibt. Frauen soll dieser Edelstein Glück bringen. Und das tut er. Königin Victoria wird Kaiserin von Indien. Die Engländer sind jetzt die Herren des Landes und führen sich auch so auf. Wie einst die indischen Herrscher spielen sie Halbgötter und blenden mit dem uralten Pomp das Volk. Über 100 Jahre weg. Der da oben auf dem Elefanten, das ist König George V. Neben ihm seine Gattin, Queen Mary. Nach bester Maharaja-Sitte präsentiert er sich als frisch gekrönter Kaiser von Indien. Das war im Jahre 1911. Die Krone, die sich George für diesen Anlass machen ließ, war übrigens so schwer, dass sie seinen Kopf verletzte und seitdem nie mehr benutzt wurde. Die Menschen, die ihrem neuen Maharaja hier in Britisch-Indien zujubeln, sind nun alle Mitglieder des Empire. Der Zuwachs an Untertanen für den englischen König ist in der Tat enorm.
Machtmissbrauch und Ausbeutung, ja, gewiss. Aber die englische Kolonialpolitik ist nicht nur eine Einbahnstraße. Die Engländer bringen durchaus frischen Wind in die erstarrte Maharaja-Welt. Indien verändert sich unter der englischen Krone. Und nicht immer zum Schlechten. Die indische Welt mit ganz anderen Augen sehen. Den unbekannten Schätzen der Natur und der Geschichte nachspüren. Den Sinn für das nationale Erbe wecken. Die englischen Kolonialherren tun das. Und sie finden auf ihrer Suche nach dem Neuen vieles Alte, das längst vergessen ist. Wie der Stupa von Sanchi. Ein uraltes Heiligtum, das englische Archäologen aus dem Sand freigraben. Und mit dem Bauwerk zugleich entdecken sie Dokumentarbilder der Geschichte. Bilder vom indischen Leben in fernster Vorzeit, überliefert auf über 2000 Jahre alten Reliefs. Und ein Engländer ist es auch, James Prinkap, der die uralte vergessene Schrift wieder entziffert. Ein englischer Verwaltungsbeamter ist es, der Indien ein Stück der eigenen Kultur zurückgibt. James Prinkap gelang es nach jahrelanger mühsamer Arbeit, die altindische Brahmi-Schrift zu entziffern. Dabei kam heraus, dass die mysteriösen Schriften von einem vergessenen König, von Ashoka dem Großen, geschrieben waren. Dieser Ashoka hatte das Reich vor mehr als 2000 Jahren vereint. Männer wie James Prinkap ermutigen uns heute, die britische Präsenz in Indien neu zu bewerten. Denn diese kleine Gruppe hat so unglaublich viel von der indischen Geschichte entdeckt. Und sie hat zur Entstehung eines neuen Nationalbewusstseins beigetragen. Zum ersten Mal erfahren die Inder von einem Höhepunkt ihrer eigenen Geschichte. Es ist die Erzählung vom Herrscher Ashoka, der vor 2300 Jahren in den Krieg zieht. Er und seine Leute verfallen in einen Blutrausch, in einen Exzess der Gewalt. Als Ashoka, der Sieger, aber über das Schlachtfeld aus Blut und Tränen geht, erlebt er eine innere Umkehr. Das Elend der Toten und das Leiden der Überlebenden erwecken in ihm kein Triumphgefühl, sondern tiefes Mitleid. Aus dem Krieger Ashoka wird in dieser Stunde ein überzeugter Pazifist. Und er kämpft jetzt für etwas ganz anderes. Für die Schonung allen Lebens. Überall in seinem Reich lässt er steinerne Säulen errichten, die neue Gebote des Friedens verkünden. Das lang vergessene Symbol Ashokas, der Löwe, der den Ruf nach Frieden in die Welt brüllt, ist heute zum nationalen Symbol des Staates Indien geworden. Es ist doch eine schöne Erkenntnis. Man kann sich selbst entdecken im Auge des anderen. Den Indern ist es so ergangen. Sie haben vieles aus ihrer langen Tradition erst wiederentdeckt, weil es die Engländer sahen. Das alte Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Kulturen können sich gegenseitig befruchten. Apropos befruchten. Auch die Inder haben den Engländern vieles gegeben, was sie so noch nicht kannten. Zum Beispiel die sinnliche Freude am eigenen Körper. Diese fast 2000 Jahre alte Schrift hat eigentlich einen hübschen Titel. Verse des Begehrens. Auf Indisch heißt das Kama Sutra. Und als das der Engländer Sir Richard Burton vor 130 Jahren in die Hände bekam, hat der Klaus gleich einen Weltbestseller gemacht. Wahrscheinlich der einflussreichste Erotikführer der Welt. Naja, wenn Sie mal genau wissen wollen, auf Seite 108 finden sich die 64 glückverheißenden Zeichen einer guten Liebhaberin. Die Kunst, aus der Liebe eine perfekte Technik zu machen, hat die Europäer von Anfang an fasziniert. An das Wort Maharaja knüpfen sich bis heute Vorstellungen von Lust und Leidenschaft. Tatsächlich ist in einer Welt, in der die großen Könige bis an die 1000 Frauen in ihrem Harem hielten, Sexualität niemals ein Tabu gewesen, sondern ein Fest.
Das ist eben Teil unserer Kultur. Unseren wichtigsten Gott Krishna verehren wir als göttlichen Liebhaber. Die Maharajas waren ja Reinkarnationen von Krishna. Also war das auch ihre Lieblingsbeschäftigung, auf sehr kultivierte Weise natürlich. Sie waren süchtig nach sinnlichem Genuss jeder Art. Es waren ganz andere Zeiten damals, eine goldene Zeit der Vergnügungen. Aber so recht will diese goldene Zeit der Vergnügungen nicht mehr in die Neuzeit passen. Haremsfantasien und glitzernder Reichtum, sie sind auch so etwas wie Symbole einer Welt, die sich überlebt hat. Eine Welt, die sich selbst genug war und daran zuletzt zugrunde ging. Im Palast von Jaipur stehen bis heute zwei riesige Wasserspeicher aus purem Silber. Sie sind wie Symbole. Symbole für die Abneigung der Maharajas gegen alles Fremde. Fast 10 Tonnen wiegt so ein Gefäß, wenn es mit dem Wasser des Ganges befüllt ist. Eine Reise nach Europa aber war noch vor 100 Jahren für den Maharaja nur denkbar, wenn dieser Proviant an heiligem Wasser mitfuhr. Es ist wie eine große Theaterbühne, hineingestellt in die Welt des 20. Jahrhunderts. Wie ein Schauspiel, das man aus politischen Gründen aufführt. Die Engländer fördern noch im 20. Jahrhundert mit allen Mitteln den Maharaja-Kult. Eine wohlkalkulierte Taktik. Die Bevölkerung soll vom Glanz ihrer Herrscher geblendet sein, damit es nicht auffällt, dass die Engländer die wahren Herren im Lande sind. Die Folge dieses politischen Tricks ist bis heute spürbar. Nach wie vor stört sich im armen Indien kaum jemand daran, wenn Maharajas in altem Glanz und Gloria schwelgen. Der Maharaja von Udaipur zum Beispiel liebt es, im offenen Sportwagen durch die Straßen zu kreuzen. So wie einst seine Vorfahren auf perlengeschmückten Elefanten. Und niemand am Straßenrand kommt auf die Idee, mit Steinen zu werfen. Auch wenn heute 300 Millionen Inder unter der Armutsgrenze leben, die Maharajas haben Pomp und Glitzer nicht verlernt und zelebrieren immer noch den schönen Schein. Bekannt für seine rauschenden Partys ist der Maharaja von Jaipur. Das Ganze steht freilich nicht mehr unter dem Vorzeichen von Machtprotz und Verschwendung, sondern gilt meistens als Charity-Gala zugunsten armer Waisenkinder. Sehen und gesehen werden. Das Socializing ist wohl eher der Hauptzweck dieser Kontaktbörsen der oberen 10.000. Kein Vergleich mit der Maharaja-Pracht von einst. Als wahres Ausstellungsstück galt zuletzt noch er, der Maharaja von Patiala. Nicht nur, dass er seinem Volk versicherte, die Kraft zu haben, alle Geister zu besiegen, er demonstrierte auch öffentlich diese Potenz. Mit entblößter Männlichkeit zeigte er sich regelmäßig auf dem Balkon seines Palastes. Die Prinzen verloren sich in diesem Lotterleben, anstatt sich den Staatsgeschäften zu widmen. Das war beabsichtigt, um sie so ihren Untertanen und ihrem Land zu entfremden. Es ist ein ganz und gar unköniglicher Held, der den radikalen politischen Wandel herbeiführt. Mahatma Gandhi. Seine Lehre vom gewaltlosen Widerstand setzt der Herrschaft der Briten ein Ende. Gewaltlosigkeit sei der Gewalt unendlich überlegen, so lehrt Gandhi. Und viele folgen seinem Aufruf zu passivem Widerstand. Plötzlich ist es den 100.000 Briten nicht mehr möglich, 300 Millionen Inder zu beherrschen. Und dann war die Zeit reif für einen Umbruch.
Es kam Mahatma Gandhi. Mit seiner kleinen Gestalt, seinen Mickey-Maus-Ohren, seinem Leinenschürz entsprach er kaum dem Bild eines charismatischen Führers. Er sprach über Ahimsa, über den friedlichen Protest gegen die englische Herrschaft. Das war wirklich ein Wendepunkt der Geschichte. Es bedeutete das Ende der Herrschaft der Maharajas. Die Zeit der Märchenkönige war abgelaufen. 1947 weht die indische Nationalflagge auf den Palästen der Maharajas. Mit der Unabhängigkeit Indiens verlieren nicht nur die Engländer ihr Kolonialreich, sondern auch die 600 Maharajas ihre Autonomie. Das Reich der Maharajas. Es ist nur noch eine Sache für die Geschichtsbücher. Nichts aus dieser Welt konnte sich in die politische Gegenwart retten. Ihre Glaubwürdigkeit als Stellvertreter der Götter haben sie verspielt. Zu lange und zu sehr haben sie ihr Schicksal an das der britischen Kolonialherren gebunden. Was bleibt, sind traumhafte Bauwerke und märchenhafte Erinnerungen. Die Reste einer jahrtausendealten Tradition erzählen noch heute Geschichten, die so ganz anders sind als die der politischen Gegenwart. Die alte Schönheit macht vergessen, dass das Land geteilt wurde in ein mehrheitlich hinduistisches Indien und ein muslimisches Pakistan. Zwei Atommächte, die sich heute waffenstarrend gegenüberstehen. Im Abendlicht von Jaipur aber ist alles Harmonie. Nichts scheint sich hier am Wasserpalast verändert zu haben, seit fast 300 Jahren. Und es ist, als ob die alte Welt der Maharajas wieder lebendig würde, für einen kurzen Augenblick. Das Reich der Maharajas ist heute den Indern zurückgegeben. Der alte Stolz ihrer Herrschaft aber ist für immer verloren. Der Kohinoor ist nach wie vor im englischen Staatsbesitz. Und mehr noch, er ist Teil der englischen Krone geworden. Es ist wie ein bitteres Symbol für das verlorene Reich der Maharajas. Ihr Edelstein wurde verkleinert, geschliffen und in der englischen Krone fest eingefasst. Genau wie ihre Herrschaft. Und heute? Im Alltag Indiens tauchen die Maharajas meist nur noch, soll ich sagen, als Marionetten auf. Als solche Spielpuppen in den Straßentheatern und auf Jahrmärkten, eben überall da, wo man sich noch gerne an die märchenhafte Welt der Maharajas erinnert.